zwar ist es der Freitag und deswegen gab es heute schon unsere Freitags-Challenge, die wir aus ethischen Gründen nur ein einziges Mal durchgeführt haben. Ja, aus nahrungstechnischen Gründen ja. Auch. Ne? Dominik, oh, Entschuldigung, Dominöse, da sieht man es deutlich. Was ist passiert? Ich habe es leider nicht geschafft. Du hast gelust. Ja. Ja. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, worum es ging. Es ging darum, eine Tiefkühlpizza, so wie es die Chinesen offensichtlich von einem Haus zum anderen machen, von 10 Meter Entfernung von weitem tiefgekühlt in eine Mikrowelle reinzuschmeißen. Genau. Aber da ist eben noch eine Straße dazwischen bei denen. Ja. Ja? Bei uns war ein großes Studio dazwischen und du hattest eben von uns die Aufgabe bekommen, diese Tiefkühlpizzen in unsere Mikrowelle zu schmeißen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das abgelaufen ist. Das hat leider nicht funktioniert. Wie ich da sehe, habe ich einen leichten Linksdrall. Hey, du hast einfach nicht getroffen. Ja. Einen Links- und Rechtsdrall. Ja. Ja. Bist du ein schlechter Werfer? Eigentlich nicht. Aber ich hatte ein bisschen Angst ums Studio, um ehrlich zu sein. Ach so, na gut, das ist jetzt dir wieder hoch anzurechnen, dass du einfach die Dekoration heilen lassen wolltest. So sieht's aus. Es wird natürlich naja. Die Dekoration zerstören. Eine Woche werde ich mit diesem Titel rumrennen. Dominik. Und nächsten Freitag hole ich mir meinen Namen zurück. Das finden wir gut. Und selbstverständlich wurden alle Pizzen, die waren ja noch eingeschweißt, hinterher in den Ofen gesteckt. Und mittlerweile sind nur noch anderthalb Pizzen übrig, denn die Kollegen hatten ein bisschen Hunger hier heute Morgen. Aber wir spielen zwar ab und zu mit Essen, wir essen es dann hinterher aber eben auch wieder. Selbstverständlich, es wird ja nicht einfach durch die Gegend geschmissen. Und wir sind sehr gespannt, ob du die Aufgabe in der kommenden Woche möglicherweise bewältigst. Dann würde dieser Button ausgetauscht werden gegen den Dominator-Button. Da ist sie, die Aufgabe. Das ist wirklich toll, was so manche können. Mit einem Stück Mohrrübe zum Beispiel. Wenn man es nämlich ganz bestimmt bearbeitet mit dem Messer, dann entsteht daraus ein ganz großes Möhrennetz. Das kannst du richtig ausrollen. Du hast eine Netzstrumpfhose. Ja, guck mal. Und damit gehst du dann einkaufen. Damit gehst du dann einkaufen. Möhren mit dir zum Beispiel. Kann man Möhren einkaufen? Ja. Ja. Und dann wieder Netze draus machen, um neue Möhren einzukaufen. Es ist ein Spiel, was man immer weiter treiben kann. Spiel ohne Grenzen. Ja, Spiel ohne Grenzen. Schaffst du das? Schaffe ich. Ja, hattest du bei den Pizzen ja auch schon gesagt. Hm. Wir drücken dir die Daumen, das kriegst du hin. Werden wir nächsten Freitag sehen. Schön, dass du heute da bist und wir melden uns gleich bei Ihnen zurück.